Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Wir sind hier bei einem kleinen Guide. Ihr solltet erstmal hier der Hexe zuhören. Der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten, doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Ja, Leute, das war jetzt ein kleines Rätsel, und zwar ist das Teil der Hauptquest, das heißt eigentlich nicht der Hauptquest, innerhalb der Hauptquest, wo ihr unterwegs seid, mit unserer Hexe hier, mit der Kira heißt sie, glaube ich, bittet sie euch, ihr zu helfen, oder halt sie sagt, sie holt noch eine magische Lampe, wir schließen uns hier an und sagen, wir sind gerne dabei und müssen dann hier diese Statuen entfachen. Dafür war eben gerade der Rätseltext da, ihr könnt natürlich euch das selber aufschreiben, aufmalen, was wo in welcher Reihenfolge entzündet werden muss. Macht ihr es falsch, ist auch nicht so schlimm, spawnt zwei Gegner, die haut ihr halt um, also zwei rabiate Erscheinungen und könnt dann hin und her testen, aber halt das tut dann irgendwann auch weh und deswegen hier der kleine Guide. Also ihr müsst entzünden, ihr seht es ja selber bei mir auf dem Schirm, ich sag's euch aber nochmal, damit ihr es euch notieren könnt. Ihr nehmt als Erstes die zweite Statue von rechts, dann die zweite Statue von links, dann die rechte, dann die linke. Die Statuen in der Reihenfolge geöffnet, öffnen euch die Tür und ihr kommt zur magischen Lampe, schließt eine Quest ab und kriegt wirklich relativ viel geiles Loot. Deswegen lohnt sich das auch auf alle Fälle richtig, das hier zu machen. Und der Hexe wollen wir sowieso helfen. Hilft natürlich auch mit der Beziehung zu ihr, wenn wir, Entschuldigung, wenn wir dann später mit ihr eine Romanze eingehen wollen. Als kleiner Tipp noch, hier öffnet sich jetzt gerade die Tür. Wenn ihr in den Raum reingeht, auf der linken Seite befindet sich... ja, links, ihr seht es schon hier auf der Map, dass es nach links ist, da so ein Felsvorsprung. Der Felsvorsprung, den solltet ihr auf alle Fälle nutzen, da wartet dann ein Golem auf euch, den müsst ihr umhauen, da gibt es aber auch noch fettes Loot. Also deswegen, hier vorne rein, die Quest machen, dann anschließend linke Seite aufräumen und noch mehr Loot abgrasen. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen, hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann denkt dran, dann lasst einen Daumen hoch da. Ich hoffe, bald mit einem weiteren Guide hier bei euch zu sein. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.